Hallo Welt, da sind wir wieder in Oberland Station. Wow, was für ein Wetter. Wir wollten heute eigentlich Betten aufbauen, aber dann habe ich das Wetter gesehen und dachte mir, wir bleiben lieber im Bett. Die ganze Folge über. Können wir dann aber auch nicht machen. Meine Sensoren können nichts entdecken. Darf ich fragen, worauf du schießt? Da oben, Wetterwechselgeschoss, Curry. Klappt nicht mit dieser. So gut. Na also, wie viel haben wir denn da reingepackt? Da wollte es gerade anfangen zu regnen. Hast du das nicht mitbekommen, Curry? Wow, hier ist ja schon wieder alles nachgewachsen. Sehr schön. Flanellhemden und Jeans brauchen wir. Wo sind unsere Arbeiter? Also, unsere Verkäufer. Tja, da können wir scheinbar lange drauf warten. Es bleibt eine Geisterstadt. Sie wollen hier nicht arbeiten. Sie wollen einfach nicht arbeiten. Wir stellen jetzt aber erstmal Betten auf, bevor wir irgendwas anderes machen. Betten haben wir ja da schon drin. Ja, ich weiß, ich habe in den Kommentaren gelesen, man soll die Betten so stellen, dass die Siedler auch rankommen. Aber wir müssen die jetzt einmal so stellen, damit sie stehen einfach. Die Schlafsäcke hier, die können wir noch verwerten. Ja, damit sie stehen, damit, also, wie sollen wir das bauen, dass die von beiden Seiten hier rankommen können? Wir stellen die einfach so hin, wo Platz ist jetzt. Also von einer Seite können sie ran. Wenn wir die so bauen würden, dann, ja, die können von links und rechts rein, aber dann sehr viel mehr, ja. Da kommt ja keiner mehr durch, dann. So, die Wachen bekommen ein Bett hier. Schon mal die ersten. Warum geht das jetzt nicht? Zu weit gedreht? Hier passt kein Bett rein. Hier passen einige Betten rein. Oh, hier. Na, das ging ja doch so. Echt? Passt ja sowieso nur ein Bett hin. Ach so, außerhalb des Baubereichs ist das da drüben. Deswegen lässt sich das hier erst hinstellen. Ja, aber da kommen die Siedler ran. Von beiden Seiten sogar okay. Da passt das sogar mal. Ah ja, hier passen noch zwei Betten rein in diesen Gang. Ja, wenn wir dekorieren nachher, dann können wir die ja immer noch so ein bisschen auseinanderziehen. Na, hier bekommen wir aber auch kein Bett mehr hingestellt. Außerhalb des Baubereichs, naja. Schade. Hier hatte ich mir eigentlich gedacht, dass wir hier auch noch so eine kleine Bar oder so etwas hinbauen. Aber wir haben so viele Geschäfte und so wenig Siedler, das ist so, das täuscht hier, weil viele Siedler ja nicht zugewiesen werden können, die meisten eigentlich nicht. Die machen einfach nichts mehr. Vielleicht ändert sich das, wenn wir die Betten gestellt haben. Ja, hier würde man wahrscheinlich sogar zwei Betten nebeneinander hinkriegen oder die Schlafsäcke. Die brauchen ja nicht so viel Platz, davon würde man auch mehr hier hinbekommen. Ja, als Bettenhäuser sind die gar nicht so schlecht. Jetzt haben sie schon mal ihre Betten. Sie wollten doch Betten unbedingt haben.
Ja, wobei, ein paar Schlafsäcke können wir ja doch legen. Hier oben zum Beispiel, ja klar, warum nicht? Bevor wir sie auseinanderrupfen. Ach so, warum nicht? Weil wir erstmal mit Betten hier zusehen sollten, dass wir die gebaut kriegen, nämlich so was um die 36 Betten sollten wir hier hinbauen. Mehr Siedler kriegen wir sowieso nicht in die Siedlung rein, genau. Und dann können wir die Schlafsäcke immer noch legen. An sinnvolle Stellen. Ah, das lassen wir stehen. Ich glaube, das stand schon ganz am Anfang hier. Okay, Bittenhaus. Ah, das sieht ja gut aus hier. So, die müssen wir wieder ordentlich hinstellen. Die hatten wir ja für den Strom mal so auseinandergepflückt ein wenig. Ach so, ja, hier oben aufs Dach dachte ich mir, in diese Richtung da könnten wir noch etwas bauen. Etwas Schutz bauen. So hier zum Beispiel. Das kann man doch immer gebrauchen. Nach Wasser haben wir auch schon länger nicht mehr geguckt. Hey, warum haben wir die hier so komisch gebaut, damit wir die Wände setzen können? Hier passt keins mehr.
33 Dreibetten würde ich ganz gerne noch irgendwo hinstellen. Braucht ihr Schutz? Ja, wäre nicht schlecht hier. Ein Bett noch irgendwo hin. Verstehe. Ich hoffe, dass du das verstehst. Bis jetzt sieht es nämlich nicht danach aus, als würdest du das wirklich verstehen. Ein Bett fehlt noch. Nichts mehr rein, hier auch nicht. Außen sowieso nicht. Vielleicht passt ja. Ja, hier passt ja noch eins. Sehr schön. Da passt es. 36 Betten und ich wüsste jetzt keine Siedlung, die mehr als 36 Siedler bei uns hätte. Selbst das ist schon nicht einfach, 26 Siedler reinzukriegen in eine Siedlung. Vielleicht können wir ja doch noch so ein paar Türen setzen. Sieht doch schöner aus, wenn die Schiebetüren drin sind. Ach, das kann man nachher mit den Dekos noch machen, finde ich. Wäre schöner, ja, aber es geht auch immer was vom Größenbalken weg. Also hier jetzt eine Tür einsetzen, die aufmachen, damit würde die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also lassen wir das vielleicht, ja, erstmal schon. Auch bei den Läden wäre ja schön, wenn man die Türen dann abends zuziehen könnte oder so, aber machen das die Siedler? Nein, machen sie nicht. Also brauchen wir das auch nicht. Ja, schön ruhig ist es in der Siedlung hier, das gefällt mir. Aber wir haben da einige Schrotflinten, Geschütztürme aufzusparen und Geländer anzubringen. Ja, und dann sind wir fertig mit der Siedlung, wenn dann der Augenbord immer noch nicht funktionieren sollte. Oh, dann müssen wir in die nächste Siedlung gehen. Denn wir brauchen für Jamaica Plain, um das fertig zu machen, eben Material, ballistische Faser. Und dann ist mir eingefallen, wir können aber noch was bauen hier. Das vergessen wir so ziemlich in jeder Siedlung, das aufzubauen. Und dabei haben wir mit den Stallstrukturen aus Far Harbor, haben wir doch so schöne Teile hier bekommen. Ja, die müssen wir aber bauen wenigstens. Mal sehen,
Ja, wo die sich hier gut machen würden, die Teile. Direkt hier am Baum. Zum Beispiel. Die sehen so klein aus. Und wenn man die dann bauen will, dann sind das immer so Riesenklötze. Lass mal für die Siedler aus Bunker Hill, wenn die kommen. Die Händler. Na, das ist ja wieder schade, aber die werden es ja wohl schon schaffen, da so hoch zu springen, so ein bisschen. Oh, steht doch gut. Ja, da haben wir sie alle nochmal, die Siedler. Aber zuweisen lässt sich trotzdem niemand von euch. Ihr wollt ja alle nicht arbeiten. Okay. Sicher. Haben wir die nicht gerade zugewiesen erst? Sicher. Verstehe. Nein, 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 nein. Der sollte doch was anderes machen. Außerdem war der doch zugewiesen. Auf dem Feld. Okay. Ja. Keine Chance, die Siedler hier zu irgendwas zu bewegen. Hier, den haben wir doch gar nicht hier zugewiesen. Das gibt's doch gar nicht. Die machen, was sie wollen hier. Auf jeden Fall haben wir die Betten jetzt stehen. In der nächsten Folge geht es also dann noch darum, die paar Sachen aufzubauen, die noch zugewiesen werden können, wo Siedler noch zugewiesen werden können. Also den Frisierstuhl und so weiter, das werden wir in der nächsten Folge machen. In dieser Folge darf ich mich noch bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare. Und für eure Likes, Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.